So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Wir sind hier heute getrennt, diesmal der Marcel und ich. Also in der Aufnahme sind wir zusammen, aber im Spiel sind wir getrennt, weil er offcam, glaube ich, noch ein bisschen was erledigt hat und ich so lange schon mal vorwärts geschritten bin. Ja, also eigentlich ist die Begründung ja, du willst nicht mit mir zusammen hier im Pokémon Center sein. Nein, Spaß. Ich habe wirklich letzten Part musste ich mir leider doch das Shilock von ihm mir unter den Nagel reißen und ja, musste mich dann an Misty nochmal offline wagen, weil die mich ja doch dann ziemlich genervt hat und ja, ich denke mal, diese Runde hier wird dann hauptsächlich nur, oder dieser Part wird eigentlich hauptsächlich dann nur davon handeln, dass wir Richtung Bill gehen und uns erwarten gerade noch zwei Trainer. Oh, das ist ein bisschen laut. Hei, ei, 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 ei. Ja, die Trainermusik ist echt laut, deswegen da bin ich auch ein bisschen am Überlegen, weil der Reschl eben relativ leise auch als Pokémon gerade noch in der Aufnahme runtergestellt, weil anders ging es nicht so. Unser Nidoran weiblich entwickelt sich jetzt auch endlich, das habe ich so weit trainiert, dass nur noch ein Trainer braucht in der Aufnahme, gewieft. Boah, es ist laut. Ja, Boah, es ist laut. Alter Vater. man Kann hört man halt jetzt sich nicht. wahrscheinlich außerhalb vom Kampf nichts mehr, naja, müssen wir mitleben. Ja, ich glaube, dann mache ich es doch so, dass Stereo ist jetzt. Nee, Stereo ist immer noch nicht. Ja, sorry, dass ich hier gerade noch so ein paar. Einfach so machen. Dass ich hier noch gerade ein paar Einstellungen vornehme, aber. Ja, komm, dann denke ich mal, mache ich den Sound leider doch komplett aus So, und jetzt ist die werde euch Frage, wie kann dann. ich einen Mondschein auf dem Pokémon aktivieren? So, also ich habe die Musik jetzt komplett ausgemacht, Leute, und Marcel, ja. wie hast du den Mondschein auf deinen Pokémon aktiviert? Einfach ins Inventar und dann halt den Mondstein aufs halt draufklicken und dann sollte es eigentlich Ah, so funktionieren. kann ich ihn usen, okay. Genau. Naja. Naja, ich denke mal, ich werde euch von Anfang an dann irgendwie Musik hinterlegen. Ich denke mal, ich werde dann die Tonspur, die ich jetzt aufnehme, da werde ich dann, denke ich mal, Tobis Tonspur von Outer City nehmen oder so und werde euch dann Musik hinterlegen, weil das ist mir Problem ein ist, es gibt bisschen. keine Tonspur von mir, obwohl doch, ich kann dir die von Camtasia rausrendern, was weiß ich. Ja. Ne, mal gucken, wir werden eine Lösung finden. Ja, denke ich mal auch, Ich lasse weil. einfach so, Hintergrundmusik interessiert ja keinen. Ja, aber ich finde, die Musik ist einfach jetzt zu laut und da hinterlege ich dann lieber ein bisschen Glitch X City Musik oder so und dann sollte das eigentlich funktionieren. Alter. Jetzt Nidoqueen natürlich extrem anfällig geworden auf Wasserattacken. Wie viel macht es? Also Nidoqueen auf Wasserattacken, oh, das ist schon, ich weiß nicht, ob das Ding so bulky ist. Ja, vom Quapsel-Blubber überlebt schon, aber ansonsten ist echt ein bisschen problematisch. Ja, ach du Scheiße. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier gleich bei Bill, dem Schlawiner, und dann nähern wir uns auch so langsam Urania City. So, da haben wir ein paar Erfahrungspunkte noch verteilt. Uns kommt Sepa, da müssen wir natürlich rausgehen jetzt. Ich möchte aber eigentlich die Pokémon gar nicht so viel trainieren, aber naja. Lässt sich leider nicht vermeiden. Jo. So, ich hoffe auch mal, dass wir das in diesem Part sogar noch bis nach Urania schaffen, weil Ja, dann das hätten sollte wir. eigentlich locker, weil Ja. Uranisch ist nicht so weit entfernt hier. Nee, aber da sind halt noch so ein paar Trainer und so und ja, mit Speedrun ist leider nicht. So, jetzt sind wir gerade im Haus von Bill. Ich glaube, man muss die Puppa von dem ansprechen, ne? Ja. Ja, sagt uns gerade, dass er Bill ist und sich in aus Versehen ein Pokémon verwandelt hat, etc., etc., etc. Schön Der eine gemacht, Typ mit seinem übrigens. Nidoking steht jetzt auch schon seit 10 Minuten da rum. Also die Animation hier ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also für ein Spiel, was online läuft, schon krass. Ja, krass ist was anderes. Okay, sagen wir es so. Ja, aber ich meine allgemein so 60 FPS sind auf jeden Fall drin, denke ich mal. Na, mit der entsprechenden Leitung sind 60 FPS drin. Ja, das stimmt wieder. So, aber ich So, stelle ich glaube, dich mal in den Rhein beim Kämpfen, so. haben wir jetzt eigentlich. Und jetzt wird die Musik wieder laut, yay.
Achso, wir sollen wieder den PC checken, okay. Eevee, was nehmen wir denn? Eevee. Alter, nur so Pokémon, gegen die ich nichts machen kann hier. Was ist das denn für ein Scheißverein hier? Keiner mag Nidoqueen. Ach du Scheiße, Intensität 9. Ja, also Shillock hat auch noch Aquawelle erlernt, als Marcel sich ausgeliehen hatte für Misty. Ja, und ich habe jetzt leider ein bisschen die Befürchtung, dass das Level 30 sowas von überschreiten wird. Da haben wir schon den ersten Bug, Leute. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit so eine schöne Sprechblase über meinem Kopf mit einem Blitzer drin. Nice. Finde ich natürlich jetzt richtig toll, aber ich denke mal, kann man jetzt erstmal nichts machen. Außer du willst Spiel neu starten, kannst halt gucken, muss halt kurz bei dir pausieren. Obwohl es ja dann sauschwierig zu cutten für dich. Ah, muss halt gucken. Ja, ich denke mal, ich behalte jetzt erstmal diese schöne Blitzer-Sprechblase über meinem Kopf, weil so schlimm ist die jetzt auch wieder nicht. Ja, solange es nicht Aquana ist, sehr egal. Ja. Flamara ist ja das Schlimme aus der ersten Generation. Oh, und da ist schon mein erstes Opfer. Jo, jetzt sind wir hier gerade. Der gibt, der alte Opfer gibt uns jetzt wahrscheinlich hier die TM Schaufler oder irgend oder das Vibe hier unten. Ich glaube, der Rocket-Typ gibt der Schaufler. Ach so, ja, stimmt. Der hat sich ja hier durchgebohrt durch die Wand mit Dick oder wie das heißt. Oh, ich habe sogar im Battle Screen habe ich sogar dieses Blitzer Sprechblasen Ding. Finde ich nice. Genial. Also nochmal wirklich Daumen hoch für dieses tolle Spiel, Leute. 10 von 10 ist auf jeden Fall drin. Ja, ich habe im Moment nur ein LP laufen, wo 10 von 10 drin ist. Ja, ich meine, Alter, das kann doch nicht sein. Das, das nennt sich Pokémon White 2. White, ja, weil ich mein, 2. Weil ich meine, du sprichst einfach den PC an. Ja, checkst alle Dinger ab und der sagt dir auf einmal, yo, jetzt hast du die ganze Zeit eine Blitzersprechblase. Das, klar, wieso nicht? Ich meine, YOLO. Nee, ich denke mal, ich werde jetzt nochmal schnell zurücklaufen und das irgendwie, genau, da kriegen wir gerade die TM28 Schaufler. Ich denke mal, das hat was mit dem Blitzerbild zu tun. Deswegen laufe ich nochmal kurz zurück, spreche nochmal das Flamara-Bild an und vielleicht verschwindet dann das Bild. Ich hoffe es mal. Du hast 2. Und das wäre natürlich kacke, aber dann denke ich mal, hier ist ein Panzer Eron. Sehe ich gerade. Aber Nidoqueen hier geht gerade schon ganz schön ab hier, also muss man schon sagen. Macht keinen schlechten Job bis jetzt. Ja, das ist nicht schlechtes Ding. Das hat ja, diese Chats sind nur im Rumspam. Du bist ja auch auf Channel 8, oder nicht? Ja. Okay, gut, weil das wäre ein bisschen peinlich, wenn wir auf 2 verschiedenen Channels rumgammeln. Jetzt mach ich mal Quit. Okay, jetzt habe ich ein Evoli ja, also ich verstehe gerade wirklich nicht, was das soll. Also das scheint wohl wirklich ein ekelhafter Bug zu sein. Ha, cool, dass ich die nicht angesprochen habe. Du musst den PC doch ansprechen. Nein, du musst mit Bill... Einfach mit Bill reden und das war's, oder wie? Ja, also wenn er dir das komische Ticket gegeben hat, dann war's. Das war's davor und danach, ist keine Ahnung. Also er hat mir, glaube ich, kein Ticket gegeben. Ich guck mal gerade. Ja, das will ich halt vielleicht mal gucken. Doch, hier ist das Ticket, ja, hat er mir gegeben. Also. Ja, Leute, ich würde sagen, das ist wieder wirklich ein Daumen nach oben wert. Also. Ja, auf jeden Fall Daumen hoch, wie immer. Glaube ich, neulich hatte sogar mal das Spiel gefordert, Daumen hoch geben. Das war ein White 2, weißt du, was das bedeutet, Daumen hoch? Irgendwie sowas, ist war voll geil. Zu einem einfach gemeint, was weißt du, was bedeutet Daumen hoch? Und ich so, ja klar, Leute, es gibt einen Daumen hoch. Ja, ich finde es allgemein gerade richtig scheiße. Ah, ne, warte mal, das ist ein zukünftiger Part von White 2, ups. Mit dem Evoli, warte mal, ich glaube, das ist jetzt die Pension, ja. Ich finde es in der Musik abartig scheiße, dass es so verschieden laut ist.
Und dass hier das Habitat gerade meint, sich geil fühlen zu müssen, ins Bild rein zu jumpen. Ah, das schläft, das kriegt von mir. Was ich halt jetzt schön finde, ist halt einfach die, ja, tolle Evoli-Sprechblase. Erst war es eine Blitzer, jetzt Evoli. Also, da muss ich wohl wenig zu sagen, weil das ist gerade wirklich scheiße. Bei wie vielen Minuten Aufnahme sind wir eigentlich? Hast du das im Blick? Ich hab das nie im Blick, nee. Ach du Scheiße. Ich hab immer Fullscreen. Ja, ich hab fast Fullscreen, ich muss nachher noch ein bisschen ziehen, also entschuldigt wieder. Ich hab's heute echt ein bisschen verschluckt, wollte eigentlich den Bildschirm kleiner machen, aber ich bin einfach drauf, ne, voller Euphorie in die Aufnahme und dann, ja. Ja, die meisten Parts sind von uns sowieso immer so um die 30 Minuten lang, das sollte aber, glaube ich, auch mal reichen, so. Ja, wenn wir halt da nicht, obwohl wir 40 machen, splitten, also wenn wir halt uns total verschätzen, splitten wir einfach irgendwann, denke ich. Ja. Oder man lädt halt 40 Minuten hoch, aber ich werde auf jeden Fall dann splitten. Weil 40 Minuten werde ich nicht hochladen. Ja, ich freue mich aufs Rendern. Also. Ja, das Rendern ist dann, kommt noch dazu, aber das dauert ja, das kann ich ja mal am Abend nebenbei machen, neben Skype oder so. Also bei mir dauert das Rendern so um die knapp 3 Stunden, wenn ich, ja, zu, ja knapp 3 Stunden, so pro 30 Minuten ungefähr, so 2 Stunden 30 Minuten oder 2 Stunden 40 Minuten ungefähr. Das ist schon krass. Wenn man halt 1080p und 60 FPS machen muss, dann ja. Ja, aber ich meine, Quality muss sein. So, die hat wahrscheinlich hier einen Evoli, Evoli sage ich schon, einen Shigi oder so, soweit ich mich noch daran erinnern kann, oder Bisasam oder was sie hatte, oder er. Kann auch sein, dass es vom Starter abhängt. Ich sag dir mal, was er hat, dann können wir wissen, ob es vom Starter abhängt irgendwie. Er hat einen Shigi. Okay, dann ist Starter unabhängig. Weil mir hat er auch einen Shigi gehabt. Ich habe vorhin sogar nochmal gekämpft gehabt. Ich oder kommt ein Ratz. Mal gucken, wie viel Ember macht. Oh, nicht viel. Jetzt kommt ein Bubble. Scheiße, ich habe ganz vergessen, dass ich... ja, Speed geht runter. Das ist jetzt gar nicht gut. Ich habe ganz vergessen, mir noch... Ja. Super Tränke zu kaufen, das ist wieder ganz toll. Yay, ich gehe wieder richtig vorbereitet rein. Sauber. So muss es. Oh yeah, Two-Hit gegen Radikal. Also, Double-Kick, One-Hit sozusagen gegen Radikal. Nice. Und Level 21 für Nidoking, Alter, das levelt ja richtig mit hier. Oh, shit. Ja, Nidoking geht, ich meine, Glutexo geht drauf. Nidoking kommt rein. Geht Rock auch Tomb. Drauf, ups. Nee, Rock Tomb sollte das Ding eigentlich... ziemlich heftig treffen. Ja, nicht so heftig, hast aber... Hast du ein Felsgrab beigebracht? Ja. Okay, ich habe meinem jetzt noch Schaufler gegeben zum Step, weißt du? Ah, okay, ja, das könnte ich vielleicht auch nochmal machen. Weil einfach ohne Step ist es viel so unspielbar. So, hier hinten gehen wir auch noch weitergehen. Besonders in der ersten Generation, aber ja. Oh no, was ist das denn hier? Ein fettes Pokémon liegt auf dem Weg. Geht ja mal gar nicht. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt muss man gerade gucken. Back... Warte mal, muss man schnell einen Wallhack anmachen, damit wir weiterkommen, Leute. Nee, Spaß. Waterpulse habe ich hier. Raw Bullet Seed Dick. Dick war Schaufler. Erstmal Nidoking beibringen gegen Peck. Ja. Oh, scheiße, ich habe nur 10 verschiedene Pokémon. Vielleicht soll ich die wirklich mal auf die 30 da hochdrehen. Und soll die mal als Ziel mir nehmen. Also, jetzt kommen wieder die tollen Pokémon-Kämpfe. Ich liebe es. So, jetzt habe ich ja alle Trainer auf der Route besiegt, oder? Ja, exzellent. Und dieses Evoli immer noch. Alter, ich gehe gerade 2 Schritte. Es kommt ein Snobili-Cut, Mann. Was soll denn das? So, ich glaube... Oh, ich glaube, ich tue meine... Nee, ich glaube eher, ich tue meine Pokémon lieber aufkämpfen, fangen meine Team-Pokémon, weil mein Glück in der Aufnahme ist so legendär, dass es nie kommt. Ich glaube, den Pokémon brennt der Kittel. Natürlich brennt in der Kittel, geht gar ohne nicht. Ohne Witz, das ist gerade wirklich schlimm hier. Mann, jetzt kommt hier so ein Abra, jetzt hätte ich mir eigentlich fangen können. Jetzt kommt schon wieder so ein Ekans, also eine Snake, ein Rettern um die Ecke geschissen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hoffentlich schaffe ich die Trainer noch, weil dann wäre ich in Orania City angekommen. Und dann denke ich mal, heile ich erstmal meine Pokes. Oh, ein Pidgey. Gegen einen Nidoking. Rock Tomb. Sollte eigentlich Quick Attack. Oh, please. Mach nicht. Ja, gut. Rock Tomb. Es misst, klar. Pff. YOLO. Ich liebe es. Oh nee, ey, ganz ehrlich, Leute, ich fange das Pokémon auf. Es misst wieder, Leute. Yes!
Ich fange sie auf, Cam. Ich könnt wieder rasten, Alter. Nee, ey, das gibt's nicht. Es kommen alle Pokémon, außer dass es sich haben möchte. Gut, dann gehen wir jetzt auf die MS gleich. Ich glaube, ich muss jetzt vorher noch... Ja, ich muss vorher noch... Rocktomb Mist wieder, Alter. Ach stimmt, sollen wir zusammen auf die MS-Ding da dann gehen? Können wir machen, aber... Solange ich den Trainer hier gerade nicht schaff, wird es ein bisschen schwierig. Ja, sag dann, wenn er ein Pokéset oder wenn den Orania reinstiefelt, dann höre ich nämlich hier meine Suche auf nach dem Weg. Mist wieder, Alter. Boah, Leute, bitte nicht, Mann. Critical Hit, das war's mit dem Taubsi. Boah, Alter. Ich könnte wieder rasten. Das kann's doch nicht sein. Jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurück. Nach... Guck, was habe ich gesagt? Kaum Aufnahme schreibt mich einer in Skype an. Ich weiß nicht, wann es geschehen ist, aber auf jeden Fall sehe ich da unten gerade wieder eine 1. Das ist so ist so ekelhaft. Die ist jetzt so hässlich, Leute. Kaum, weißt du, Hauptsache kaum beschäftigt. Ach, schreiben wir dem eine Nachricht. Solange es nicht in der Aufnahme ist. Ja, Elbe. Ich reg mich da jedes Mal schön drüber auf. Heute Morgen war bei 2 schon. Den ganzen Nachmittag schreibt mich niemand an. Und dann Y2-Aufnahme, zack, los geht's. Oh, ein Hypno. Holy shit, Alter. Ich will auch kein Hypno. Oh, can't escape. Ouch. Oh, sehr, Mann. Nein. Den ganzen lieben langen Weg wieder zurück, nur weil... Leute, tut mir bitte einen Gefallen. Ouch, Alter. Nervt die ganzen Pokémon, gibt denen eine bessere Trefferquote und fixt diese ganzen Bugs. Danke. Ja, das ist also vor allem der Bug mit den Pokémon. Ich weiß, ich vermute ja mal, dass es kein Bug sein, sondern es beabsichtigt ist, um die Spieler irgendwie nochmal zu fordern. Oder ich hoffe es zumindest mal. Ich sag's mal so, ich find's ein bisschen lächerlich. Also, ich meine, ich habe jetzt zum einen jetzt die ganze Zeit so eine Evoli-Sprechblase über meinem Kopf. Sogar in den Kämpfen ist die überall, egal wo, finde ich ein bisschen kacke. Ich finde es ein bisschen kacke, dass hier mein Pokémon, mein Team-Pokémon nicht kommt. Ja, geil, Rattata auf Level 4, ey. Das ist immer wieder genial, also ich... Oh, Leute... Bitte fixt diese Bugs oder allgemein das Ganze mit den Pokémon. Mann, Mann, Mann. Das kann's doch nicht sein. Das ist so krank hier in dem Spiel. Also das kommt ja schon fast an gewisse andere Spiele mit Bugs ran. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber... Alter Vater. Minecraft? Da sind nur geringe Bugs. Ja, davon abgesehen, das Spiel scheiß programmiert ist, kann man sagen, ja okay, geht schon einigermaßen bugfrei. Ich sag's mal so, also das Spiel an sich ist schon wirklich buggy hier. Ach, da bist du ja. Achso, du hast noch 3 Trainer vor dir. Oh. Nee, ich hab nicht noch 3 Trainer vor mir, ich hab nur noch 2 vor mir, 2 oder 3. 2. Okay. Ja, diese Tautologie. Aber nicht die. Ich meine jetzt die unteren beiden, da habe ich einen schon von besiegt, wo du gerade warst, da fehlt mir noch einer. Dann dieser Kampf gerade hier mit dem Butterfree, also mit dem Smetbo. Der Typ, der ist jetzt auch schon fertig. Als sagst du, wenn Orania bist, gehst du lange hier noch suchen. Ja, ich denke mal, ich mache dann aber auch erst den Kampf gegen den Arena-Leiter. Den kannst du noch gar nicht ohne Zerschneider, ohne das Schiff. Oh fuck, wie mache ich denn das? Da muss ich gucken, dass ich dann vorher nicht Level 30 bin oder so, ey, das wäre scheiße. Ja eben, das ist schon mein Problem, auch obwohl ich glaube nicht, dass es Nidoqueen hier noch so viel leveln geht. Alter, ich glaube echt, hier gibt es Pokémon, ich glaub's. Und ich mein's auch im Gedächtnis zu haben. Ja, aber... Wo ist mein Handy? Es wird eh nichts Spannendes passieren, dann kann ich das mal schnell nebenbei googeln. Was mir nochmal eingefallen ist, ich habe ja mal in den Anfangsparts angesprochen, wenn ihr Lust habt oder so, könnt ihr mir gerne unten die Beschreibung... In die Beschreibung sage ich schon, in die Kommentare. Könnt ihr mir da so eure Pokémon nennen und dann werde ich versuchen, das Pokémon zu fangen und werde es dann für euch dann mit euren Namen verewigen etc. Und vielleicht seid ihr sogar dann im Team selber und
könnte dann auch an der Liga teilnehmen etc. Also da werde ich mir dann vielleicht nochmal was überlegen so. Und werde euch dann vielleicht auch in die Liga mitnehmen und so weiter und so fort und ja. Holy shit, Alter. Weil, wie gesagt, ich wünsche mir ein Scaraborn, nur so angemerkt. Und du, ja, wünschst dir ein Ding, Lucario. Ja. Genau, ein Gen 3 Lucario. Aber ich weiß gar nicht, ob sie Scaraborn, ob man hier Scaraborn fangen kann. In Sevi Islands gibt es Scaraborn. Ach so, da auf diesen Inseln. Und das ist saugeil. Wo es auch Moltres gibt und so. Ja. Also, nee, das sind die, nenne ich immer Tri-Islands. Sevi Islands sind die nach der Liga frei sind. Also, ich weiß, Sevi Islands sind alle 7 eigentlich, aber für mich ist eines Tri-Island, das andere ist Sevi Island. So, ich war jetzt gerade schon in Orania, auch im Pokémon Center. Ich mache jetzt hier noch einen Kampf gegen den Typen hier und dann denke ich mal, gehe ich auf die SS. Wie heißt die? SS Anne oder so? Ja. Ja. Voll geil, SS als Name für ein Schiff. SS Anne. Oh shit, das ist auf jeden Fall schon mal nicht die Route. Also ich glaube, ich weiß schon, wie ich diesen Part hier nennen werde. Es ist wirklich echt scheiße, gerade mit dem Evoli im Bild, Mann. Jawohl, ja. Ich kann das Pokémon, das gibt's hier gar nicht. Ich habe mich voll geirrt. Das ist woanders. Das gibt's. 25. Das gibt's erst an anderen Orten, naja. Also dann warte ich mal schnell auf dich. Ist egal, ich muss sowieso die Zeit irgendwie totschlagen. Jo. Da kommt ein Step-Schaufler, der sollte eigentlich one-hitten. Jo, das tut er auch. Da bist du auch schon mit deinem Nidoqueen. So, da ist er auch schon. Also gehen wir dann runter zum... Jo. So, kurz noch hier mein Nidoking. Also dann kriegen wir mein nächstes Teammitglied erst relativ viel später. Das finde ich doof. Jo. Warte mal. Ah, vielleicht kriege ich das eine schon früher. Ja, guck ich mal schnell nach. Könntest du dir ja auch ertauschen, so ein Scaraborn, denke ich mal, gegen ein anderes Poke. Nö, ich will kein Scaraborn hier im Team. Das könnte vielleicht dann später mal in Sevi Islands reinkommen. Oh shit, das muss ich ein bisschen... So, dann gehe ich hier nochmal kurz in dieses Haus hier. Da denke ich mal, kriege ich dann auch diese Poke-Puppe oder diesen Fahrradgutschein oder so, wenn ich dem alten Opa jetzt... Ja, okay. Hier... Komm, ich tue jetzt mit Pokémon laufen. Hör auf, mich zu nerven. Irgendwelche Werbung schon wieder am Rand hier. Ja, super, es gibt das Pokémon hier gar nicht. Das ist jetzt ja doof. Ich hoffe mal, den kriege ich dann wenigstens gleich. Oh nee, na, die Dunkelhöhle, da habe ich ja echt schon gar keinen Bock mehr drauf. Also nee, die Dunkelhöhle, wie heißt das? Felstunnel oder wie? Das war ja, glaube ich, der Felstunnel, ja. Ja, legendär, das kriege ich auch. Das eine kriege ich erst nach Arena Nummer 5. Das andere kriege ich nach Arena Nummer 3. Also nee, nicht direkt danach, nach dem Felstunnel halt dann. Und das andere... Ich denke mal, das Fahrrad werde ich mir irgendwie offline holen oder so. Da gehe ich dann in diesem Part jetzt nicht nochmal zurück oder so. Machen wir diesen Part noch die SS Anne und dann nächster Part, denke ich mal, kommt dann auch schon der dritte Arena-Leiter. Die ganze SS will schon den Part machen. Ja. Ja, das ganze Schiff, echt, jetzt glaube ich, wird ein bisschen schwierig. Boah. Hey, wohin führen die beiden Schiffe? Das kenne ich jetzt gar nicht, das ist neu. Ja, ich weiß es gar nicht, also... Ah, hier ist... Da ist die SS Anne. Ja. Und das andere ist dann, was weiß ich was. Islands oder so, keine Ahnung. Oder irgendein Duellturm oder so. Vielleicht haben sie Kampfzone aus Smaragd importiert, das wäre episch. Und diese Musik hier ist nice. Ich habe, wie gesagt, keine Musik hinterlegt. ich muss jetzt mal gerade gucken, ich habe die erste Generation so lange nicht mehr gespielt, wo man überhaupt lang muss. Das war gerade ein merkwürdiger Bug. Also ich glaube, ich weiß, was der hier hat. Ich glaube, ich werde nicht alle Trainer machen, aber... Ein paar, denke ich. Der größte Teil vom Bildschirm ist halt jetzt schwarz. Lol, ja, das stimmt. Da kommt er auch schon mit seinem Fukano. So. Flame Wheel. Mist. Und jetzt kommt Schaufler, das sollte One-Hitten, denke ich mal, Step und... Ich glaube, wir beiden tun diese ganz genau dieselbe Strategie fahren hier gegen die Trainer. Ja. Also ich meine, warum nicht, ne?
Aber Nidoqueen sollte schon Level 26, 27, 28 sein für die Arena. Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke mal, ich werde hier auch so, ich habe den Trainer besiegt. Ich denke mal, ich werde auch wirklich gucken, dass ich hier vielleicht wirklich ein paar Trainer mache. War hier einer drin? Nee, ne? Ja. Hier wieder im dritten. Achso. Okay, dass ich vielleicht ein bisschen, oder mein Nidoking vielleicht auf 26 Level oder 27, 28 oder so. Und dann denke ich mal, kann ich mein Gutex so weiter leveln, aber bis dahin denke ich mal, habe ich schon längst die SS-Anne fertig. So, da kommt ein Nidoran männlich. Dann natürlich auch ein Schaufler. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich den Part splitten müssen irgendwann. Ja, oder wir beenden den Part halt ab einer gewissen Stelle. Ja, keine Ahnung. Nee, ich würde sagen, die SS-Anne sollte man schon noch machen und dann vielleicht noch die Arena und dann kann man es ja entsprechend schneiden. Ja, oder machen wir das so, klar. Dann machen wir halt heute, laden wir heute halt zwei Parts hoch oder so. Nee, ich lade heute keinen zwei Parts hoch. Oh, dann kommt heute der Part hier, dann kommt morgen. Morgen kommt das Press Quintet zu. Das verrate ich noch nicht. Und dann. Ja, oder wir machen halt wirklich zwei Parts und laden den am Wochenende hoch oder so, keine Ahnung. Die lade ich schon alle hoch, keine Sorge, aber. Man kann ja jeder auch machen, wie er will, ein bisschen. Nee, ich meine jetzt den zweiten Part hier. Also den wir dann vielleicht splitten werden oder so, keine Ahnung. Oh, hier sind wieder ganz schön viele Trainer. Aber ich denke mal, ich werde dann wirklich Musik hinterlegen, weil das ist echt schlimm mit dieser lauten Musik die ganze Zeit. Oh nö, ich kann mittlerweile relativ gut mit leben. Es passt schon irgendwie, hoffe ich. Ja, das Problem ist, die ist ja egal wie laut man. Das Problem ist einfach, wenn ich sie leise stelle, sind die Kämpfe leise und die Städtemusik, also die Musik in den Städten, hörst du nicht mehr. Das bringt's ja auch nicht. Ja, eben das Problem. Das ist das Blöde. Entweder ist die Kampftheme zu laut oder und man hört die Stadttheme nicht mehr oder man macht's ein bisschen lauter und man hört die Stadttheme, aber der Kampf ist so laut, dass man dich nicht hört. Und das wäre blöd, ne? Deswegen habe ich Musik komplett ausgeschaltet. Und denke ich mal, werde dann jetzt Musik hinterlegen müssen, weil das ist schon ein bisschen, ja, nicht gerade toll hier. So, auf jeden Fall sind wir jetzt auch schon im zweiten Obergeschoss. Ach, da ist auch, glaube ich, schon die Kämpfe gegen... Ja, da kommt auch schon unser Rivale Noel. Ach, der kommt auch noch mal. Ja, der kommt ab der zweiten Etage. Ich mache nicht alle Kämpfe hier, weil sonst, denke ich mal, bin ich so hart überlevelt, dass es wieder anfängt wie bei Misty und da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Also da nachher noch Ultraschalls zu schlucken von dem Voltoball, wäre nicht gerade toll. Mit wem leadet denn der Rivale? Mit Tauboga und geht raus in sein Shillok. Ich denke, es wird dann davon abhängen, was du halt reinwechselst, Schubo. Ja, ich habe gerade mein wundervolles Charmeleon draußen. Das denke ich mal, werde ich auch drauf gehen lassen, damit ich meinem Nidoking freie Bahn lassen kann. Und ja, jetzt kriegen wir wieder einen wundervollen Blubber ab, der auch ordentlich Schaden macht, aber Rage sollte das dann, denke ich mal, gleich klären mit einem Critical Hit. Der macht schon einiges an Damage. Halleluja. Ich werde auf jeden Fall die MS fertig erkunden. Du kannst ja dann noch, was ich da mache, die Arena feuern kannst dann, obwohl eigentlich ist vergeudetes Trainings nicht zu machen.